Ich wollte etwas erzählen über JavaScript Coroutine, also eigentlich Generator Functions, die fast so cool sind wie Coroutine und aus denen man ganz einfach Coroutine bauen kann. Aber in meinem Kopf ist es irgendwie alles das Gleiche, weil letztlich das tolle Feature ist, dass man Funktionen hat, die man unterbrechen kann. Ja, was ist das Problem, was man damit lösen kann? Also man hat irgendeine State Machine, die nicht völlig trivial ist. Also wenn man eine State Machine mit drei States hat, dann kann man üblicherweise die irgendwie repräsentieren mit einem Enum oder was auch immer. Aber wenn man eine State Machine hat, die einen relativ komplexen State-Graphen hat, dann wird das irgendwann sehr unübersichtlich. Und man möchte diese State Machine gerne irgendwo unterbrechen. Denn wenn man sie einfach durchlaufen lassen könnte, kann man einfach Code schreiben. Oder was man auch manchmal hat, man hat mehr als eine nicht triviale State Machine und man möchte gerne manchmal die eine, manchmal die andere ausführen. Da sehen wir nachher noch ein schönes Beispiel für. Ja, genau, das ist so die klassische Variante, wie man seine State Machine irgendwie lösen kann. Man macht einfach sich eine State Machine, ganz klassisch, wie man es irgendwie in der Uni gelernt hat. Man macht sich so einen State-Graphen, man sagt, okay, ich habe einen State A, da kann ich entweder ein X bekommen, dann gehe ich nach B, oder ich kann ein Y bekommen, dann bin ich hier wieder zu Ende. Und in State B kann ich irgendwie ein X bekommen, dann bin ich zu Ende, oder ich kann ein Y machen, dann gehe ich wieder nach A. Dann definiert man sich irgendwie einen initial State und dann schreibt man jetzt darunter, was ich aber nicht gemacht habe, ganz viel Code, der das quasi irgendwie interpretiert und seine Input-Events da reintut und dann entsprechend den State updatet, um halt in den Ziel-State zu kommen und vielleicht noch irgendwelche Outputs generiert oder wie, je nachdem, welches Input-Output-Verhalten man dann irgendwie haben möchte. Das kann man machen. Das lernt man in der Uni, wie das geht, und das ist auch total toll. Vor allem, wenn man den Graphen nicht sieht. Das ist eine super Konstruktion, wenn man irgendwie automatisiert Parser baut oder automatisiert finite Automaten für Regular Expression Engines oder so. Das ist alles total cool. Und es ist genau überhaupt gar nicht zu gebrauchen, wenn man diesen Graphen sieht. Also ich habe schon gelegentlich Projekte mitbetreut, wo Menschen an sich gedacht haben, das ist super, wir haben einen State Graph von irgendeinem Business-Prozess zum Beispiel, wir modellieren das einfach als State Machine, wir schreiben uns die State Machine hin, dann wird das sehr übersichtlich und das versteht jeder. Das ist auch richtig für die ersten 6 Monate des Projektes und dann ist der State Graph irgendwann so komplex, dass der komplett unleserlich wird, weil wir quasi in jedem State einfach, wie viel auch immer, Ausgangsmöglichkeiten es gibt, es ist halt so, als ob man alles voller Go-To's schreibt im Wesentlichen, nur mit einer hässlichen Syntax. Ja, und es geht halt besser, denn was sind denn so State Machines? Also zum Beispiel hier auf meinem Schoß ist eine wunderbare State Machine, die hat ziemlich viele mögliche States und es gibt einen Grund, warum die Leute, die das Ding programmieren, das nicht machen, indem sie alle möglichen States aufmalen und dazwischen Pfeile machen. Das ist mir total unübersichtlich, sondern es haben sich viele Jahrzehnte lang inzwischen Leute Gedanken darüber gemacht, wie man gut State Graphen beschreiben kann und sie haben unglaublich viele Programmiersprachen dafür erfunden, die es nämlich ermöglichen, einen State von so einer Maschine vernünftig irgendwie zu repräsentieren und ganze Klassen von States geordnet in andere Klassen von States zu überführen und all das. Und was wir gleich benutzen werden, ist eine Möglichkeit, wie man halt solche Programmiersprachen benutzen kann, um auch unterbrechungsfähige State Machines hinzuschreiben. Erstmal sozusagen die einfachstmögliche, noch nicht unterbrechbare. Ich habe jetzt hier JavaScript genommen. Unsere State Machine hat jetzt entweder eine Funktion wie run oder vielmehr die run ist quasi die State Machine. Das ist genau die gleiche State Machine, die wir eben auch hatten. Das kann man irgendwie laufen lassen und ab und zu ruft es so ein Input-Ding auf, was auch immer das ist. Das holt aus der Umgebung den nächsten Eingabe-Event und wenn das Y ist, dann bin ich halt fertig und wenn ich den einen verarbeitet habe, und es war nicht Y, dann gehe ich zum nächsten und wenn das X ist, dann bin ich fertig. Und wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich wieder mit meiner While-Schleife oben rein, ist soweit klar. Oder wenn ich halt den entsprechenden Input bekommen habe, dann return ich aus der ganzen Funktion, breche meine State Machine ab. Das ist genau das gleiche wie vorher in meinem State Graph, dieses End. Und ich behaupte mal, die State, also der Teilbereich des Programmstates, der quasi diese Funktion modelliert wird, ist genau diese State Machine, die wir gerade als Graph da stehen hatten. Ist jetzt nicht so die super spannende State Machine, aber zu Demonstrationszwecken reicht das. Vorteil ist, es ist irgendwie super einfach zu lesen. Also ich glaube, die meisten, die irgendwie schon mal JavaScript programmiert haben, können quasi durch draufgucken verstehen, was diese Funktion tut. Und die ist wirklich einfach für eine übliche Funktion. Ist relativ kurz. Der Tool-Support ist ziemlich cool, man kann da debuggen, man kann da irgendwie Breakpoints setzen, man kann alles möglich machen. Das einzig Doofe ist, man kann es nicht einfach so unterbrechen. Ich kann nicht sagen, ja, meine liebe State Machine, nimm mal nur ein Event und dann hör mal auf. Jetzt mache ich erstmal was anderes und später läufst du mal weiter. Das geht halt damit nicht, denn wenn ich meine JavaScript-Funktion jetzt mal gestartet habe, dann läuft die halt, bis sie fertig ist. Daran arbeiten wir quasi gleich mit den Generator Functions. Und ein anderer Nachteil, der aber in diesem Vortrag nicht zu tun ist, man kann den State beim Unterbrechen nicht vernünftig serialisieren. Da kann man auch drum rumhacken. Da gibt es auch eine allgemeine Lösung, die habe ich eben vor ein paar Monaten mal erzählt.
Aber habe ich auch viele verständnislose Blicke bekommen. Vielleicht muss ich es irgendwann nochmal probieren mit vorher Einführung in Coroutine. Prozessisolation nicht auch ein valide Lösung davon? Ja, aber viele Runtimes haben das nicht einfach so. Ach so. Also für die, nicht, es geht nicht um, also Serialize meint jetzt nicht im Sinne von unterbrechen, sondern tatsächlich serialisierbar, zum Beispiel um es übers Netzwerk zu schicken oder um es in eine Datenbank zu schreiben. Ja. Das ist halt nicht so einfach. Du kannst auch in einer JavaScript-Generator-Function nicht einfach sagen, so, renne mir das mal nach JSON. Ja. So, wäre halt cool, geht aber so nativ nicht. Man kann das in Elements machen, man kann einfach das ganze Binary einfrieren und so Kram, aber es geht auch im allgemeinen Fall in beliebigen Sprachen ohne Runtime-Support. So, was gibt es jetzt in JavaScript Tolles an Möglichkeiten, solche Interruptible State Machines zu machen? Da gibt es Generator Functions. Erstmal, das ist eine Nicht-Generator Function. Das ist eine sehr einfache Funktion, die Identität CSF, den Return X und sie Return X. Okay, coole Sache. Wir können aber eine Funktion machen, die mehrere Sachen returnt, und zwar in einer Reihenfolge. Das geht mit so einem Sternchen. Ein Function-Sternchen ist eine sogenannte Generator-Function. Die heißt immer noch if, f, die nimmt jetzt ein x, aber sie returnt, hier heißt es yield, sie hat quasi mehrere Rückgabewerte. Erst x und danach x plus 1 und danach x plus 2. Wie benutzt man das? Man ruft das auf mit irgendeinem konkreten x. Man bekommt aus dem f zurück einen Generator. Ein Generator ist ein Objekt, da kann man next drauf aufrufen. Was dabei passiert ist, in dem Moment, wo hier f aufgerufen wird, beginnt quasi diese Coroutine zu laufen, oder dieser Generator zu laufen, und begibt sich mit der Ausführung hier in dieses yield, und das yield returnt, oder der yieldet halt diesen Wert x, und dieses x fällt an der Stelle hier quasi aus dem Generator next raus. Da fällt noch ein bisschen mehr raus, eigentlich fällt da ein, sehen wir gleich, ein Objekt raus mit zwei Keys, nämlich value, das ist das x, und dann, das ist true oder false, je nachdem, ob die Funktion schon fertig gelaufen ist. Genau, und dann können wir es hier ein paar Mal aufrufen und die Funktion macht quasi immer einen Schritt bis zum nächsten Yield. Dann kann ich das direkt so machen. Ja, fast. Das überflüchtigt? Nein. Wunderbar. Das ist der Output von dem JavaScript, was wir gerade gesehen haben. Zuerst bekommen wir Value 5. Ist noch nicht done, dann bekommen wir Value 6, ist noch nicht done, dann bekommen wir Value 7, ist immer noch nicht done, dann bekommen wir Value undefined und es ist done. Das ist genau, hier ist das x rausgefallen, hier ist das y, hier ist x plus 1 rausgefallen, hier ist x plus 2 rausgefallen und hier ist das Ding schon fertig gelaufen. Und das ist im Prinzip genau, also das ist das Verhalten, das diese Generator Functions machen. Das Schöne ist halt, hier oben haben wir jetzt quasi so eine Mini-State-Machine gebaut, die hat hier oben den State, dann macht sie hier ein Input-Output, dann hat sie den nächsten State nach dem Yield und so weiter. Manchmal hat man noch ein Problem, nämlich man möchte gerne aus einer Generator-Function f eine andere Funktion aus aufrufen, die auch so ein Generator ist. Also eben war ja in der State Graph sehr einfach, ich hatte einfach nur drei States, aber jeder weiß, wenn man ein komplexeres Programm hat, das fängt man an, dass man Unterfunktionen hat oder irgendeine Substruktur. Und da kann man, also kann man ja durchaus auf die Idee kommen, okay, ich möchte das auch für meine Coroutine haben, ich möchte von f aus gerne g aufrufen. Das ist jetzt in diesem Fall nicht so super magisch. So, das Problem ist, das hängt ein bisschen von der Programmiersprache ab, aber in JavaScript ist das so, eine Generator-Function muss quasi Yield selber machen. So könnte man es vielleicht sagen. Also ich kann nicht quasi eine andere Funktion, eine andere normale Funktion aufrufen und irgendwo da in der Mitte ist dann Yield. Das ist so nicht vorgesehen, sondern was man quasi im einfachsten möglichen Fall machen kann, ist, man kann sagen, okay, Yield jetzt hier meinetwegen erstmal x und dann die Generators selber sind auch Iterables, nehme jeden Wert, der aus g rausfällt und yielde den quasi selber. Das ist so ein bisschen von Hand gefordert. Quasi, also f macht halt zuerst den ersten Yield und ruft dann der Reihe nach immer g auf und immer wenn g einmal geyieldet hat, yieldet f das weiter. Das können wir jetzt mal ausprobieren. Ich muss nämlich mal einen Kommentar machen. Das ist jetzt genau das. Ja, einmal 5 von f, einmal 5 von g und dann nochmal 5 plus 1 von g. Hier unten der Code ist wieder genau der gleiche. Das kann man machen. Es gibt sogar noch eine Convenience-Funktion quasi. JavaScript hat einen Yield-Stern. Das ist, wenn ich richtig erinnere, genau äquivalent, aber auf jeden Fall in der Praxis äquivalent zu dem, was wir gerade gesehen haben. Das ruft quasi an dieser Stelle halt nicht g auf, sondern iteriert quasi die Yields von g und forwardet die aus f heraus weiter. Das fühlt sich in der Praxis dann genauso an, als ob ich an dieser Stelle g aufgerufen hätte. Aber ich habe halt quasi diesen
Coroutine-Aufruf an der Stelle, weil die Yields von G dann da wieder rausfallen. Das sollte genau gleich aussehen. Können wir es noch gerade machen. Ja. Jupp. Gleicher Output. Und so, das sind eigentlich die beiden Features, über die ich erzählen wollte. Function-Stern und Yield-Stern. Und Yield gehört ein bisschen zur Function. So, wofür kann man das jetzt benutzen? Genau, es gibt keinen. Es gibt jetzt HTMLs. Das ist alles ganz hell. Warum? Doch, das ist richtig. Was will ich denn tun? Coroutines. Ja, das sieht gut aus. Ja, ich habe eine sehr hässliche Webseite gebaut. Achso, die kann noch nicht so besonders viel. Sie hat ein Inputfeld, sie hat ein Style-Sheet und sie hat ein Result-Div. Wenn wir das jetzt benutzen, dann passiert einfach gar nichts. Wenn wir einfach suchen, dann passiert nichts. So, also wollen wir, dass man irgendwas suchen kann. Wir machen uns eine JavaScript-Funktion, die heißt search for und die wird hier auch irgendwo, würde ich mal behaupten, benutzt. Achso, hier. Kann man das überhaupt lesen? Mal grab an. Genau, also das ist hier das Suchfeld, da soll jetzt, wenn irgendwie Input-Event passiert, dann schnappen wir uns dieses Results-Div, machen das leer, suchen uns den String, nach dem gesucht wurde, dann suchen wir mit search for. In der Praxis wird das irgendein API-Call sein oder was auch immer, aber ich habe jetzt hier alles inline gemacht. Und dann nehmen wir uns die Results und tun die alle in das Result-Div. So, und search for ist jetzt unsere hochkomplexe und langsame Suche in einem riesigen Datensatz. In diesem Fall iterieren wir einfach alle Strings, die irgendwie mit Großbuchstaben anfangen, warten dann so ein bisschen herum, damit wir schön alles viel Zeit verbrauchen. Und dann gucken wir, ob wir wohl einen String gefunden haben, der mit genau diesen beiden Bytes anfängt. Also wir bauen jetzt einen String aus diesen beiden Ints, die wir hochgezählt haben, und wenn das mit der Suche anfängt, dann ist das Teil des Resultats. Das ist ein relativ, also abgesehen davon, dass meine Datenquelle scheiße ist, eine relativ typische Sache, die man auf irgendeiner Website haben will. Man hat so ein Suchfeld, man fängt da an reinzutippen und das macht dann eine inkrementelle Suche und zeigt einem das irgendwie an. So, das war jetzt die 11, genau. Wenn wir das jetzt benutzen, dann werden wir feststellen, das funktioniert im Prinzip. Aber ich drücke jetzt mal groß A, der Cursor hört auf zu blinken, meine CPU rechnet unglaublich viel und es ist schwer damit beschäftigt herauszufinden, welche zwei buchstabigen Strings alle mit groß A anfangen. Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass da diese While-Schleife drin war. Und tada! Kann man so machen, ist aber für den Webseitenbesucher noch nicht so hart geil, weil, ja, die User Experience ist halt suboptimal. So, was kann man jetzt dagegen tun? Die Idee ist, wir möchten gerne diese Search for, was wir hier unten aufrufen, irgendwie unterbrechbar machen. Mit der Idee, dass wir eben nicht warten müssen, bis alle Resultate da sind, sondern dass wir irgendeine Möglichkeit haben, quasi während die Resultate noch aus der Suche herausfallen, bereits den Teil, den wir bereits gefunden haben, anzuzeigen. Das wäre ja ganz schön für den Webseitenbenutzer. Die einfachste Möglichkeit ist, wir ersetzen einfach mal das Function durch einen Function-Stern und dann haben wir halt Results ist jetzt ein Iterable und jetzt iterieren wir darüber und hier oben ist jetzt halt nicht mehr pushe das in das Array und return am Ende, sondern an der Stelle ist Yield. Können wir mal ausprobieren, ob das irgendwie toller ist. Drücke groß A und es ist nicht toller. Wie kommt das? JavaScript hat Run to Completion, das heißt, es arbeitet jetzt erstmal an diesem Event herum. Aber ja, während der Browser schwer damit beschäftigt ist, kann ich kurz erklären, warum das nicht so viel geholfen hat. Im Prinzip haben wir jetzt hier eine Funktion, die irgendwie unterbrechbar ist. Die yieldet hier auch immer ganz brav und immer wenn die was geyieldet hat, tun wir es auch schon in unseren Output-Diff. Aber was wir als nächstes machen, ist direkt das nächste Ding fetchen. Und solange der JavaScript-Event-Loop meinen Keypress noch nicht verarbeitet hat, kommt auch kein Re-Render, also passiert halt nichts. Das heißt, ich habe jetzt schon Interleaving zwischen der Funktion und dem Result gepusht, aber noch nicht mit dem Render-Thread. So, ja, es ist inzwischen fertig geworden, das ist beruhigend. Das heißt, wir müssen jetzt noch irgendeine Weise schaffen, wie wir da tatsächlich richtige Unterbrechung machen. Was wir tun können, ist das quasi von Hand irgendwie tun. Also das ist jetzt eine noch nicht so schöne, aber vielleicht gut zu verstehende Implementierung. Also wir haben jetzt hier unseren Iterable Results. Und wir machen uns eine Funktion, sie heißt RenderNext, die fetcht ein Result und tut das in das Output-Div und sorgt dafür, dass es später weitergeht.
Also hier fetcht sie aus dem Generator mit .next explizit unser Dingsy, was ein Done und ein Value enthält. Das ist diese Objekte, die wir eben auch schon gesehen hatten. So, und wenn es noch nicht Done ist, also wenn aus dem Generator noch irgendwie ein Value rausgefallen ist, tun wir in der Stiff und wir machen Windows Set Timeout und rufen uns selber wieder auf. Und zwar sofort. Ja, sofort heißt aber halt trotzdem, nachdem, also der Run-to-Completion-Kram von meinem Key-Event ist halt in dem Moment unterbrochen, der Browser hat die Chance, neu zu rendern. So, das ist 13. Das heißt, jetzt müsste es eigentlich schon besser sein. Mal gucken. Ich drücke groß A und tatsächlich, man hat gesehen, es fängt an, irgendwie Resultate da rein zu rendern, während es irgendwie sucht quasi. Das ist, löst einen Teil des Problems. Das ist leider noch nicht die fertige Lösung. Können wir mal ein bisschen weiter tippen. Ein großes Problem ist, ich habe jetzt irgendwie die beiden Buchstaben wieder gelöscht und es ist jetzt irgendwie hart beschäftigt und jetzt, wenn ich tippe, passiert auch nicht mehr so viel. Warum ist das so? Weil meine Suchen, die da gerade im Hintergrund schon angestartet wurden mit der Coroutine, die werden ja nicht abgebrochen. Ich habe jetzt meinen Search geändert, aber die Suche läuft noch. Also vielmehr, quasi es ist kein richtiger Thread, aber dass sich selbst Windows der Timeouten von dieser Funktion geht ja immer los, wenn ich meinen Input geändert habe. Das heißt, wenn ich einmal einen Input habe, der eine lange Suche generiert, dann läuft die und läuft die und läuft die und läuft die für immer. Was finanziell nicht so cool ist. Da müssen wir also noch irgendwie dran arbeiten. Zum Beispiel so. Wir gucken mal bei Render Next, ob das Search, was wir gerade machen, eigentlich nur irgendwie Relevanz hat. Also hier saven wir uns den Search, nachdem wir eigentlich suchen. Wer ja auch zu dem Search vorgehört. Und dieses Render Next prüft jetzt, ob der aktuelle Wert vom Input Field eigentlich noch der Wert ist, für den er selber gerade am Laufen ist. Wenn das nicht so ist, kann er direkt aufhören. Und das ist 14. Ist er inzwischen bei Ihrer Website verlangsamt in den Browser? Nee, schön. vielleicht doch, ne? So, diese Website nicht mehr. Ja, jetzt habe ich gerade einmal Backspace und B gedrückt, aber es ist trotzdem noch nicht besser geworden. Ich würde denken, ich habe gleich noch eine Verbesserung von dem Ding hier. Ja. Aber ich weiß gerade nicht auswendig warum. Na, das funktioniert soweit. Wir waren gerade bei 14, ne? Ja. Das müsste eigentlich schon. Na, ich weiß nicht, warum mein Browser trotzdem noch relativ zäh wird. Du musst mal einen Counter halten, wie viel du gerade laufen hast. Ja. Ah, ich mache trotzdem erstmal weiter, ich mag nicht den Vortrag komplett unbedingt. So, man kann es nämlich noch schöner machen. Also ein Problem, das wir gerade hatten, ist, dass er dauernd quasi neue Events macht. Das ist relativ ineffizient. Es wäre eigentlich cooler, man könnte abstrakt sagen, so, ich möchte alle 20 Millisekunden meinen Render-Thread laufen lassen. Was man dafür machen kann, ist, man kann zum Beispiel dem Search for so ein explizites Scheduling-Dings hier reinreichen. Also das habe ich bei Kuxedu zum Beispiel so gemacht. Da habe ich das gleiche Problem schon mal gelöst. Das heißt, wir machen jetzt unseren Search-String rein und wir machen eine Funktion rein, mit deren API-Contact quasi ist, ja, ruft die einfach dauernd auf. Und wenn die yieldet, dann yieldest du bitte auch. Das wird quasi so eine Art extern reingereichtes Interrupt, also naja, nicht Interrupt, sondern extern reingereichtes Policy, wann man denn mal rendern soll. Da kriege ich jetzt hier Search wie vorher und Schedule. Und Schedule ist ist auch eine Generator-Function und die guckt, ob der letzte Render mehr als 20 Millisekunden her ist. Und wenn ja, dann yielden wir. Wir yielden hier Null, den werden wir gleich besonders behandeln. Und setzen halt Last Render auf jetzt. Dann sind wir fertig. Und wenn das nicht passiert, dann sind wir einfach sofort fertig. Das heißt, an der Stelle, wo hier oben Yield Stern Schedule ist, na, wo auch immer, da, das rufen wir dauernd auf, aber wenn der Render-Thread noch nicht wieder dran ist, dann geht es einfach weiter. Und wenn der Render-Thread dran ist, yieldet quasi diese Search von der Stelle ein Null, sodass wir uns irgendwie unterbrechen können. Der Rest ist im Prinzip gleich. Und hier machen wir jetzt unsere Sonderbehandlung für unseren Null-Wert. Wenn wir halt ein Null bekommen haben, bedeutet das, wir möchten gerne einmal den Renderer laufen lassen. Das machen wir dann auch. Und ansonsten tun wir es einfach ins Output. Das hier könnte, glaube ich, raus. Ich noch einen. Und siehe da, es ist irgendwie sinnvoll.
Man kann CMV A drücken und sobald er bei A angekommen ist und nicht mehr mit Add arbeitet, kommen dann auch A's und wenn ich das lösche, dann fängt er hier an, alle Strings, die mit dem leeren String anfangen zu iterieren. Sobald ich lostippe, dann wird es leer gemacht und die C's kommen und so weiter. Auf diese Weise kann man Coroutine zum Beispiel benutzen, um einen völlig generischen Suchcode oder halt irgendeinen anderen langlaufenden Code zu regelmäßigen Intervallen zu unterbrechen oder halt auch abzubrechen, wenn man prüft, dass dieser Run nicht mehr notwendig ist und kriegt dann eine ziemlich schöne, schnelle User-Interaktion mit JavaScript vernünftig hin. Kann man potenziell auch mit mehreren solchen machen, also man kann sich ja vorstellen, da wo ich jetzt einen so einen Chain habe von diesen sich selbst aufgerufenen Next-Rendern, könnte man auch mehrere unabhängige Chains voneinander haben. Eventuell muss man dann gucken, quasi in welcher Reihenfolge man die scheduled. Da hilft einem das JavaScript-Runtime vom Browser nicht weiter, man muss das halt irgendwie von Hand machen, man muss sich überlegen, welche Generator-Function will ich in welchem Moment aufrufen. Aber man hat die Möglichkeit, ziemlich exakt von Hand festzulegen, jetzt möchte ich einen Render haben, jetzt möchte ich keinen Render haben, so und so viele Millisekunden lang will ich rechnen und ist dann halt völlig flexibel. Ja. Gibt es dazu Fragen? Noch nicht. Dankeschön.